Hallo, ich grüße dich. 2.3. Das ist wieder ein typischer Kopftag, ja, im Prinzip wie gestern auch, aber einfach noch vertiefter, weil die tiefgründige 2 hat heute tendenziell das Sagen, also für tiefgehende Betrachtungen, Analysen, besonders auch das Stichwort Analysen. Es ist die 2 und die 3 gleichzeitig im Spiel und das ist immer gut, zum Beispiel um breit gefächerte Analysen bzw. um eben sozusagen ganzheitliche Analysen zu machen, weil mit der 2 eine typisch weibliche Kopfkraft, also eine typisch weibliche intuitive Kopfkraft und mit der 3 eine typisch männliche Verstandeskraft vorhanden ist. Also so gesehen, also heute ein typischer Analysetag für alles Mögliche. Du kannst ja schon mal schauen, wie sich das bisherige Jahr entwickelt hat für dich als Beispiel. Oder sonst einfach heute alles Mögliche mit dem Kopf tun, da zu planen oder vorzubereiten oder eben auch zu entwickeln dann schlussendlich, falls du möchtest, was im ganzen Monat März interessant ist, eben Dinge weiterzubringen, die du zum Beispiel im Monat Januar und Februar schon, ich sage mal, am Planen gewesen warst und dann auch schon am Betrachten warst, kann jetzt eben im März sozusagen weitergebracht werden. Ja, und für die heutige Kommunikation steht die 5 parat. Also falls du ein gewisses Gewicht, falls du da Einfluss im Gespräch nehmen möchtest, ist das heute ein ganz guter Tag, um dies zu tun mit der einflussreichsten Zahlenkraft, die es gibt. Menschen, die an einem 2.3. geboren sind, ja, die sind natürlich sehr stark im Kopf, vor allem einmal, und haben eine gewisse Tiefgründigkeit auch, beste Möglichkeiten, eben zum Beispiel in typisch analytischen Tätigkeiten zu Hause sein, wo man irgendetwas erheben, genau betrachten, untersuchen muss. Natürlich kann das auch Buchhaltung, kann das auch Controlling sein. Es kann auch sein, irgendetwas zu entwickeln, ein Produkt, ein Programm, irgend sowas da mit dem Kopf da weiterzubringen. Auch sozialer Natur, weil die 2, die gehört dann eben der 0 und der 8 zu den sozialsten Zahlenkräften, die es gibt. So gesehen auch soziale Tätigkeiten aller Art sind, können natürlich auch interessant sein. Menschen, die an einem 2.3. geboren sind, die können zum Beispiel eine kommunikative Verbindung haben mit Menschen, die an einem 5. geboren sind. Ja. Damit wünsche ich dir einen guten Kopftag. Ja, du kannst also heute auch gut mit dem Kopf austoben. Ist auch ein guter Fokus vorhanden, übrigens. Und ja, falls du magst, dann bis bald wieder. Tschüss.